Das ist offiziell, ich habe Corona. Und ich dachte mir jetzt, ich will nicht die nächsten Tage den ganzen Tag an meinem Handy sitzen, denn ich weiß, wie unglücklich mich das macht. Und deshalb habe ich mir 10 Dinge überlegt, die ich tun kann, um meine Zeit sinnvoll zu nutzen, anstatt an meinem Handy zu sein. Und die kannst du auch machen, wenn du in Quarantäne bist, wenn du generell einfach Langeweile hast, wenn du zu viel am Handy bist und die Zeit besser nutzen könntest. Oh, ich hasse es. Holy shit, nein. Wieso? What the fuck? Das ist nur falsch, oder? Ich habe den Test vor 2 Sekunden gemacht, gefühlt. Und der ist direkt. Ich habe jetzt gerade nochmal einen Test im Testzentrum gemacht. Yay, also let's go. Machen wir jetzt. Ich bin motiviert, auch wenn ich heftige Kopfschmerzen habe. Warte mal. Mein bester Freund hat mir Sachen geholt. Ein Kreuzworträtsel. Mein Lieblingssmoothie. Eine Wassermelone. Meine Stimme. Ich liebe Wassermelonen. Die wird gleich vernichtet. Oh. Und Choki. Er hatte vor 2 Wochen, glaube ich, Corona und dann habe ich ihm auch so ein Care-Paket vorbeigebracht. Und das hat er auch gewonnen und ist voll lieb. Jetzt bin ich glücklicher. Scheiße, regnet. Okay, also ich rufe jetzt meine Aomi an. Es ist da theoretisch trotzdem so, dass ich dann an meinem Handy bin. Aber es ist wichtig, dass man seine Liebsten anruft und vor allem seine Verwandten, seine Großeltern, wenn man noch welche hat. Und währenddessen mache ich mal nach Zahlen und danach möchte ich journalen und ich habe den Smoothie und was zu trinken. So ruhige Aktivitäten draußen geben mir so viel. Also ich kann es gar nicht erklären. Auch so mein Bullet Journal, was ich gleich machen werde. Es hat irgendwie so was Therapeutisches und das beruhigt mich sehr. Und das ist genauso wie spazieren gehen. Für mich. Ja. Okay. Auf jeden Fall möchte ich jetzt einen Englischkurs belegen. Ich war 1,5 Jahre insgesamt im Ausland, deshalb ich bin fließend im Englischen. Aber es gibt eine App, beziehungsweise es ist auch eine Website und die heißt Cambly. Und zwar kann man entweder Kurse machen, so wie ich das jetzt machen möchte, oder man kann One-on-One-Unterricht mit MuttersprachlerInnen bekommen. Man kann sich aussuchen, ob das Leute sind, die das einfach nur zum Spaß machen oder professionell. Also es ist mega cool gemacht. Und die bringen das dann einem bei, aber was ich machen möchte, ist Business-Kurse zu machen. Ich habe jetzt hier die App und es gibt zum Beispiel einen, der heißt Business English, Advanced Business English. Dann gibt es zum Beispiel einen Workshop, wie man bessere Präsentationen hält oder wie man Jobinterviews hinkriegt. Man kann sich zum Beispiel auch auf so ELTIS oder TOEFL-Teste vorbereiten. Und was ich gerne machen möchte, ist dieser Introduction to Public Speaking Kurs. Also selbst wenn man fließend in der Sprache ist, heißt es nicht automatisch, dass man gut in Präsentationen oder im Public Speaking ist und deshalb möchte ich das gerne besser lernen. Generell Sprachen zu können, ist so ein cooler Skill. Ja, und wenn du es auch mal ausprobieren möchtest, dann gibt es mit meinem Code so ein 10-minütiges Trial. Und ich glaube, es gibt 50% Rabatt auf ein Jahresabo. Sinnvoll in seine Bildung zu investieren. Das mache ich jetzt. Zeit und Geld. Wie cool! Ich habe ja gesehen, man bekommt auch ein Cambly Certificate, also ein Zertifikat, wenn man mehr als 10 Stunden geübt hat. Und dann kann man es zum Beispiel seiner Schule oder seinem Arbeitgeber vorzeigen. Ich habe heute wieder eine Englischstunde und ich wollte einfach mal nur so zeigen, wie das dann so abläuft. Also ich habe mir heute einen neuen Tutor rausgesucht, weil die gestern, die hatten nur ganz, ganz wenig Zeit. It's very obvious that you lived in the US because your accent is insanely good. Thank You you. just sound like you're American. Thank you. Yeah, very good. That means a lot. Okay, so tell me, how long were you in Brazil? I lived in Hawaii and I would swim at this beach. Please go. Do yourself a favor. If you ever have the chance to go to Hawaii, do it. It's amazing. I'm gonna need you to call me again. I really had so much fun talking with you. Okay, ich dachte, sie wäre Australierin. War sie nicht, sie kam aus Amerika.
Und sie war so süß. Sie war so lieb und sie hat mir erzählt, dass sie in Brasilien wohnt und dass sie 4 Jahre auf Hawaii gewohnt hat. Und ich war so. Und wir haben es so gut verstanden. Wir haben einfach direkt geklickt. Wir haben jetzt nicht über Business und Public Speaking geredet, aber das mache ich dann nächstes Mal. Das war so schön. Ich bin gerade voll happy. Hallo, es ist ein neuer Tag. Es ist, glaube ich, 8:30 Uhr. Was ich mega gerne mache, ist, wenn ich morgens ans Handy gehen möchte, dann mache ich das nur so ein paar Minuten und dann versuche ich morgens meinen Tag zu planen. Wenn du noch zur Schule gehst oder zur Uni, dann ist ein Journal voll gut. Und morgens plane ich ganz gerne meinen Tag. Das hier ist jetzt mein eigenes Journal. Ich reflektiere auch ganz viel. Also zum Beispiel morgens kannst du dir Fragen für den Tag stellen. Was passiert heute Schönes? Worauf kann ich mich freuen? Und dann wird man einfach so ein bisschen reflektierter und teilweise auch dankbarer. Ich habe hier auch so eine Monatsübersicht und das hier habe ich selbst gemalt. Und dann das hier muss ich ein bisschen blurren, aber ich habe hier eine Wochenübersicht und ich habe hier eine Mental Health Seite. Denn manchmal kommt man nicht so gut mit seinen Gefühlen klar. Und wenn man die einfach mal aufschreibt, so komplett frei, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, man kann jemanden verletzen oder man sagt was Falsches, dann kann das auf jeden Fall weiterhelfen. Und ich habe hier alles, was ich für diese Woche machen muss und was ich vor allem jetzt heute machen muss, aufgeschrieben. Und ich gucke jetzt, ob ich das, was ich gestern machen wollte, geschafft habe. Oder so zum Beispiel mit meinem Bullet Journal habe ich am Ende so eine Seite integriert. Die gibt es zweimal. Hier nochmal. Das ist das Level 10 Life, also man schreibt an einem Datum auf, wie man sich in jedem Bereich im Leben fühlt. Also zum Beispiel Beruf und Bildung habe ich von 1 bis 10 eine 8 gegeben. Und dann kann man hier die Goals aufschreiben, wie man sich verbessern kann. Ja, und ich möchte jetzt journalen, einfach um einen Tag zu planen, um meine Gedanken frei zu bekommen. Ja. Ich verbinde jetzt mal zwei Dinge, die man produktiv machen kann. Nämlich einmal aufräumen und Klamotten aussortieren, weil ich habe mal wieder Unordnung und ich muss diese Klamotten einräumen. Aber ich habe echt nicht so viel Platz. Und danach kann ich auch saugen, weil hier liegt schon wieder Staub und Dreck. Die Sachen muss ich jetzt waschen und das sind die Sachen, die ich schon mal aussortiert habe. Beziehungsweise zum Beispiel die Hose habe ich zugeschickt bekommen, aber die hat mir nicht gepasst. Und ich werde die Sachen jetzt alle ein bisschen organisieren und noch ein paar mehr Sachen aussortieren. Und dann sage ich meiner besten Freundin, dass sie die abholen kommen könnte. Denn ich habe ihr gesagt, dass sie die verkaufen kann, dann kann sie das Geld behalten. Und dann sortiere ich noch ein paar aus, die ich spenden möchte. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Und das hier ist mein viel zu voller Kleiderschrank. Okay, was ich hier mache, ist selbsterklärend. Deshalb kommen hier ein paar Fun Facts über Tiere, die ich spannend finde. Bienen und Hummeln können rückwärts fliegen. Manche, zum Beispiel australische Schildkröten, können durch ihren Popo atmen. Seekühe, das ist cool. Seekühe halten ihre Fürze zurück, um an der Luft oder an der Oberfläche treiben zu können. Und sobald sie die dann rauslassen, sinken sie. Und das ist deren Taktik. Okay, weitermachen. Mein Zimmer ist jetzt clean, zumindest dieser ganze Bereich. Ich mache jetzt meinen Staubsaugerroboter an. Das soll ja einmal durchsaugen und wischen. So, der macht das jetzt. Okay, ich habe jetzt Zeit, weil ich auf meine Wäsche warte und auf mein Zimmer, damit ich also den Roboter nicht störe. Hi, Molly Mel. Ja, du willst gleich essen, ne? Ich glaube, ich würde den erstmal fressen. Fressen? Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte meine Fotowand ein bisschen auffrischen. Wie schön clean es ist. Okay, also so sieht meine Fotowand momentan aus. Ach, hier habe ich übrigens noch eine Fotowand. Habe ich vergessen. Und ich habe hier alle möglichen Bilder, die noch ran könnten. Und hier habe ich auch einige. Auch so Polaroids und so Sticker und so weiter. Okay, aber manche haben gar keine Lust, das zu machen. Aber ich gehe jetzt meine Schuhe putzen. Aber es ist eine coole Idee, falls du es machen möchtest. Als nächstes werde ich meine Schuhe sauber machen. Alle Sneakerheads werden mich boxen. Aber um ehrlich zu sein, weil die sind auch dreckig, stört es mich nicht. Also, wenn du so Sachen hast, die dich so stören, zum Beispiel, wenn du dich jeden Tag darüber aufregst, dass du deine Jacke,
keine Ahnung, an der Garderobe irgendwie so dumm aufhängen muss oder so. Irgendwie, wenn dich einfach jeden Tag irgendwie so eine Kleinigkeit stört, dann schreib die mal direkt auf, wenn du merkst, dass sie dich stört. Und dann, wenn du mal nichts zu tun hast oder am Handy bist, dann erledige all diese Sachen, die dich so ein bisschen stören und die vielleicht auch so ein bisschen unangenehm sind. Denn ich habe letztens ein Video auf YouTube gesehen und da hat der Mann erklärt, dass solche kleinen Momente, in denen man so irritiert ist und so genervt ist, dass sie einen komplett den Tag ruinieren können. Und wenn das jeden Tag passiert, dann hat das so dauerhaften Effekt auf die Laune. Deshalb lieber einmal alles entfernen und statt jeden Tag neu drüber aufzuregen. Ich denke, wenn so gut und sauber wird, so sieht es vorher aus. Und so sieht es jetzt danach aus. So. Also, der hier ist schon sauber. It's going well. Sind jetzt alle sauber. So semi zumindest. Die ging nicht so gut sauber. Ich weiß nicht, die muss ich noch irgendwie anders behandeln. Aber der Rest wurde ganz gut sauber. Ja. Okay, ein anderes Thema, mit dem du dich auseinandersetzen kannst, wenn du deine Zeit sinnvoll nutzen willst, ist Geld investieren. Und ich weiß, das klingt erstmal komisch und es klingt zu viel, aber mit dem Thema setzen sich viel zu weniger junge Menschen auseinander. Und auch wenn du dir jetzt so denkst, ja, ich bin aber ein armer Student oder Schüler oder Azubi oder so, der nicht so viel Geld hat und auch kein Geld hat zum Sparen, weil man eh schon zu wenig hat, so. Es ist scheißegal. Ich habe vor einem halben Jahr angefangen, mich mit Geldinvestitionen auseinanderzusetzen, also wie ich mein Geld sparen kann und wie es sich dann langfristig vermehren wird. Du willst dein Geld nicht irgendwo rumliegen haben oder auf dem Konto und wenn du Geld über hast oder wenn du dir 5 Euro pro Monat oder 10 oder noch mehr rauslegen kannst, dann denk darüber nach, dein Geld zu investieren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich bin kein Profi, was alles angeht, aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit mit einem Online-Broker, zum Beispiel mit einer App wie Trade Republic, Scalable Capital. Dort kann man zum einen in Aktien investieren. Das ist dann ein risikoreiches Investieren, weil die können sehr schnell hoch und runter gehen. Das ist auch nichts Langfristiges, Nachhaltiges. Und dann gibt es noch zum Beispiel ETF oder andere Fonds. Okay, ich habe das in dem Video sehr doof erklärt. Die Kurzform ist, so wie ich es gelernt habe, ist, dass Aktien zum Beispiel, wenn du eine Aktie von Apple kaufst, dann investierst du in Apple und die benutzen dein Geld, um irgendwas damit zu machen. Und die Aktie kann sehr hoch schwanken, weil es ist nur ein Unternehmen und das kann entweder gerade sehr viel Gewinn machen oder halt eben nicht. Und bei Fonds oder bei ETF zum Beispiel auch, dann zum Beispiel bei dem MSCI World, da investierst du in ganz, ganz viele Unternehmen gleichzeitig. Und es ist passiver, denn das kann auch nicht pleite gehen. Also es ist nicht so ein krasses Hoch und Runter. Bei ETFs kannst du zum Beispiel auch in sehr nachhaltige Firmen, die für erneuerbare Energien das Geld ausgeben, investieren und dann tust du auch noch was Gutes. Wie gesagt, ich bin kein Profi, aber informiere dich am besten einfach selbst. Ich kann mir ganz viele Informationsquellen hier hinschreiben, zum Beispiel auf YouTube bei Finanzfluss oder so weiter, oder es gibt Podcasts, es gibt Internetseiten. Am Anfang wirkt das alles sehr viel und kompliziert, aber man kriegt das eigentlich ganz gut hin. Und auch wenn wir darüber noch nicht nachdenken wollen, es ist zum Beispiel auch ganz gut als Vorsorge, zum Beispiel als Altersvorsorge, weil wir dann später viel mehr Geld haben werden, als wenn wir jetzt das nicht machen. Das war's. Okay, und die letzte Sache, die ich jetzt noch habe, ist 10 Fingertippen. Ich würde dir einfach ans Herz legen, wenn du sehr viel Zeit am Handy verbringst und sehr viel Zeit hast, in der du einfach wie auch immer, dann versuch einfach irgendeinen Skill zu finden, den du lernen kannst. Zum Beispiel 10 Fingertippen. Du kannst nähen lernen, du kannst stricken, häkeln, all das lernen, du kannst zeichnen lernen, das kann wirklich jeder Mensch lernen. Du kannst zum Beispiel auch lernen, wie man Musik komponiert, wie man Musik schneidet. Du kannst zum DJ oder zur DJin werden. Also es gibt so viele Skills, die man lernen kann. Instrumente, Sprache und so weiter. Und würden wir alle das machen, anstatt am Handy zu sein, dann würden wir alle ziemlich viel können. Und ich mache jetzt weiter mein 10-Finger-Programm. Ich hatte immer Typing Club. Damit habe ich das letzte Mal was gemacht. Ja. Hier bin ich auch schon bei 125. Level 125, ja, die macht mehr Spaß. Das war jetzt mein Video. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass es dir vielleicht auch geholfen hat. Ja, schreib gerne mal noch deine Aktivitäten in die Kommentare, die du gerne tust, anstatt am Handy zu sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!